Licht ist da, Ton ist da. Ich bin auch da. Du bist da. Du? Ich bin auch da. Ich bin auch da, aber nicht mehr lange. Hallo Bock, Heide, hallo Welt, da sind wir wieder oder immer noch. Matze und Lutze natürlich. Gruß der Woche, wollen wir nicht vergessen. Der geht diesmal an alle unsere Abonnenten und alle, die uns immer anschauen. Wir grüßen euch und ganz besonders an die Unterstützer der letzten fast 6 Jahre. Genau, wir sind jetzt fast 6 Jahre im März. Wer würden es 6 Jahre werden, wenn die Zeit nochmal sich drehen würde, was sie nun leider nicht macht? Dann hätten wir auch den 6. Geburtstag gefeiert. Da uns aber der 4. und 5. schon ausgefallen ist, warten wir jetzt nicht darauf, dass auch noch der 6. uns ausfallen gelassen wird. So ist es. Ja. Übrigens, trockener Januar ist vorbei. Heute ist der letzte Januartag. Wir dürfen wieder Alkohol trinken, machen wir nachher, oder? Heimlich. Und unheimlich. Nein, ich mache noch eine Woche weiter. Wir hatten ja ein bisschen Party am Wochenende, ganz ohne, ja, aber ich mache jetzt weiter. Und irgendwie unbestätigte Meldungen rangekommen, es sollen Ferien sein. Ach, ja. Ich dachte, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Ja, und der war von der Sorte Oryza oder so. Glaube ich. Aber in den näheren Umständen hat man da auch noch nicht rausgekriegt, ob was passiert ist mit dem Sack oder auch nicht. Jo, also wir haben uns tatsächlich entschieden, jetzt in die Sendepause zu gehen. So lange, bis sich die Welt wieder halbwegs normal dreht. Ob sie sich jemals wieder normal drehen wird, steht noch in den Sternen. Denn wir sind eigentlich der Meinung, dass hier sozial so viel kaputt gefahren wurde in den letzten 2 Jahren, dass sie überhaupt nicht abschätzen können, was davon überhaupt noch übrig bleibt von dem Scherbenhaufen, der da überall ist. Und ob nochmal was passiert. Wie gesagt, wir waren jetzt 6 Jahre jeden Montag für Bockheide, mit dem Leben von Bockheide hier unterwegs. Sonntags sogar vorher. Vorher sonntags und manchmal sogar mit Kamingesprächen. Und all das ist uns eigentlich mittlerweile regelrecht unmöglich gemacht worden, weil wir haben, wie ihr mitbekommen habt, waren wir ja nicht gerade begeistert in den letzten Sendungen. Es passiert nichts mehr draußen. Ja, es sind Ferien. Und der Sack Reis natürlich. Ja. Und mit Logik hat die ganze Geschichte hier sowieso nichts mehr zu tun, denn nachts um 22, ich war gestern mit dem Hund unterwegs, 22 bis 5 Uhr, kein Durchkommen gewesen, alle voll mit Viren. 22 Uhr bis 5. Ach, und Matze ist das, nicht... Dass du einen Wachhund mit hattest. Ja, und da wir beide nicht beim Bundestag sind, sind wir ja auch nach 2 Monaten nicht mehr genesen, weil das ist ja genauso eine Lüge, 3 Monate, also 2 Monate eigentlich, aber okay, muss man keinen erklären, zumal übrigens die Angestellten im Bundestag weiterhin nur ein Vierteljahr haben. Nur Politiker. Und bei Politikern ist es auch logisch, dass die sind nämlich von Hause aus schon immun. Gegen alles. Die haben nämlich eine Immunität, eigentlich eine parlamentarische, aber die hilft auch gegen Viren oder so. Zumindest 6 Monate lang, so lange wie sie ungeimpft sind, genesen meine ich. Jo. Frau Lang, bei der hat es nicht geholfen. Die hat sich 3-mal testen lassen und war dann doch positiv. Ja, haken wir das Thema ab. Naja, abhaken kann man jetzt so schnell nicht mehr, aber zumindest es bringt uns das ja hier nicht mehr weiter. Genau. So, wie gesagt, herzlichen Dank für eure Treue. Und wir gehen in die Sendepause. Wann wir wieder online gehen, können wir nicht sagen, werdet ihr mitkriegen. Es ist nicht so, dass wir den Kanal totlegen komplett. Hatten wir nicht vor. Wir haben uns auch nicht gestritten. Eigentlich nicht. Nö. Und das ist unser stiller Protest. Ja, und wenn aber jemand der Meinung ist, er braucht für irgendwas und irgendwo und irgendwie ein Video, die Technik ist nicht weit weggepackt. Wir stehen also jederzeit Gewehr bei Fuß. Und wenn jemand die Hand hebt und sagt, hier hätte ich gern ein Video von egal was, dann sind wir da. So einfach ist das. Jo, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn es auch nur durch Gefällt mir Klicks war, beziehungsweise durch kleinere Spenden etc. Wir wünschen euch, dass ihr alle schön gesund bleibt. Wir wünschen euch viel Sonne ins Herz. Ach komm, wir hatten auch immer einen, der immer Gefällt mir nicht geklickt hat. Den grüßen wir auch. Den grüßen wir sowieso. Also allen, genau. Jo. Aber gut, das ist ja jetzt bei YouTube auch sinnlos geworden, weil man die gefällt mir nicht Dinger rausgenommen hat, komplett albern. Ja, es bringt halt auch nichts mehr. Ja, Matze. Komm, wollen wir nochmal die Laune richtig versauen? Mach mal das Wetter jetzt. Mach mal, zeig Sonne. Jetzt machen wir es richtig zur Sau, Wetter. Guck mal hier, da haben wir heute, hat es ja schön, es ist ein Mistwetter gewesen heute. Nass, kalt, ganz furchtbar.
Dafür wird es morgen 2 Grad wärmer, aber gleich noch viel nasser, nämlich früh morgens und am Abend. Vielleicht auch mittendrin noch mal ein bisschen. Temperaturen steigen im Wochenverlauf bis Freitag 8 Grad nach oben. Das ist alles in allem kein schönes, trockenes Winterwetter, was wir uns gewünscht hätten, um mal einen Schneeball zu werfen. Die Sonne kommt auch erst Richtung Freitag wieder vermehrt raus. Vielleicht Mittwoch wird sie mal kurz sich blicken lassen. Aber das ist nicht das, was wir uns für einen schönen Winter, Januar Richtung Februar gewünscht hätten. Nachttemperaturen bleiben um die 0, dann wieder hinten raus bis 2 Grad. Oh, auch hier macht es keinen Spaß mehr, Wetter zu machen. Ja gut, aber Wetter im Herbst, im Winter ist sowieso, sagen wir so, es wird halt kein Schnee kommen, jedenfalls ist da nichts in Sicht, glaube ich. Nicht hier. Und wir hoffen jedenfalls, dass wir dieses Jahr auch wieder in Sicht kommen. Selbst wenn der fällt, bleibt er nie liegen. Nee, vielleicht schaffen wir das ja dieses Jahr wieder auf Sendung zu gehen. Wir gucken mal. Und ansonsten, schön, dass ihr uns treu geblieben seid. Danke nach knapp 6 Jahren. Drücken wir hier den Sendepause-Button. Bis irgendwann mal wieder. Wir grüßen euch hier vor der Kamera. Der Matze und Lutze. Tschüss. Winke, winke.